Thema unseres heutigen Films lautet: Wie angel ich an einem See, den ich noch nie vorher befischt habe? Genau das machen wir nämlich heute. Wir sind noch nie hier gewesen und probieren mal aus, was kommt. Erzählt wurde uns viel, aber ich glaube meistens kein Wort. Ich mache mir mal selber ein Bild von der Lage der Fische und beginnen tue ich immer ganz einfach, wie ihr seht, mit der Fiederrute. Mal gucken, wie die Weißfischbestände sind. Dann weiß ich schon, wie muss ich Zander nachstellen, wie muss ich Hechten nachstellen, wie kann ich Barsche fangen und was muss ich füttern, um möglichst Karpfen zu fangen und nicht Brassen oder Rotaugen. Das ist immer der ideale Weg. Ich habe schon jede Menge Bisse und habe gemerkt, mein Haken mit Größe 12 ist schon zu groß. Demnach sind es viele Kleinfische. Warten wir ab, was kommt. Ein schönes Rotauge hatte ich schon. Und danach bestimmen wir dann, was wir heute Nacht machen. Meine Frau will wie immer auf Aal angeln und ich erstmal auf Karpfen versuchen. Und mehr zu den Details, wie immer, im Laufe dieses Films. Braucht dafür keine großartige Fiederausrüstung, keine große vernünftige Ablage, wie ich es normalerweise tue, wenn ich richtig fiedern gehe, sondern ich will nur kurz testen. Ich lege hier einfach das Ufer runter, die Route, könnt ihr sehen. Bisschen darauf achten, dass keine Stängel dazwischen sind. Habe eine wunderbare Ablage gefunden. Funktioniert erstklassig. Man kann also auch immer sehr einfach angeln, gerade wenn man nur kurz testen will. Ich bin gespannt, wie das hier mit dem Wollankrabben ist. Da könnt ihr den Nordseedeich sehen. Dahinter ist die wilde Nordsee. Ja, und logischerweise auch Wollankrabben. Aber wie schon aktiv sind? Ich glaube nicht. Warm es mal ab. Das würde zum Beispiel fürs Karpfenangeln bedeuten, fischige Aromen in jedem Fall meiden, sondern eher mit fruchtigen und süßen angeln. Nicht? Dann würde mein Monster Crab Robin Red schnell im Sack verschwinden und ich würde lieber mit Honig-Vanille fischen oder mit Tropic Bird Food. Jawohl, ja, ja. Das sieht doch schon mal klasse aus. So, wie ihr unschwer erkennen könnt, Moni legt mal wieder vor. Ist ja bei Aal noch üblich. Und gleich mit einem richtig schönen. Jawohl. Super geil. Tauro, ja, ja, und mit Blei. An deinem Lieblingshaken hier. Genau. Den klassischen Gamakatsu 6er. Na bitte. Jo. Glückwunsch. Der erste Aal des Jahres. Ja. Ey, guck mal, die sind auch so hell. Ja, schöne helle Tiere hier, das hat man mir gesagt. Das sieht doch schon mal richtig klasse aus. Naja, das lässt auch hoffen. Wenn die jetzt schon beißen, wo die Sonne noch scheint, dann soll nachts wohl richtig was kommen beim Aalangeln. Ich hoffe, beim Karpfenangeln tut sie auch ein bisschen. Ansonsten werde ich auch eine Aalangel reinlegen. So einfach ist das. Man ist ja flexibel, nicht? Kennt ihr schon, ne? Wenn es nicht beißt, wird gegessen. Den Aal gibt es erst morgen. Jetzt kommt das gute alte Bundeswehrrezept. Da mussten wir auch mal so einen Mist essen. Frikadelle auf Toast. Ganz wichtig dabei, ordentlich Senf. Dann schmeckt man nämlich nicht so, dass die Frikadellen verbrannt sind. So, nachdem die Sonne hinterm Deich in der Nordsee versunken ist, werden wir uns jetzt ein bisschen zur Ruhe begeben, in der Hoffnung, dass wir heute Nacht umso weniger kriegen. Aber im Moment tut sich erstmal gar nichts mehr. Aber es ist auch saukalt. Boah. So, wie ich immer sage, flexibel sein ist alles nicht. Komme ich auch noch zu meinem Recht hier. Auch ein schöner Aal. Yep. Ich habe meine Fiederrute einfach umgebaut. Habe statt dem Futterkorb
Schönen Haken angesetzt. Oh. Da habe ich Glück gehabt. Den habe ich hier oben im Kopf gehakt, seht ihr? Ich habe ihn zum richtigen Zeitpunkt angeschlagen, hat halt gezuppelt. Und das ist ein Breitkopfaal. Naja. Schönes Tierchen. 68. Der hat schon das richtige Räucherformat. Und los geht's. So, jetzt hau ich mir wieder in die Koje und hoffe, dass noch ein Karpfen kommt. Hört sich aber auch noch Fisch an. Ja, aber hier noch mal ein Abtreibender. Ist ein rausgehoben oder so ein Kescher holen? Ne, ist ein kleiner. So ein Brassen oder was? Ja. Oh ja. Oh, guck, was das ist. Ja, schade. Scheint kein Aal zu sein, ne? Nee, ist schon ein bisschen schwer. Mit der Schnur in der Kamera. Ups, hier bin ich. Jetzt haben wir noch schönes. Oh, ein Karpfen. Wie süß. Hallo? Ja. Mann, ich wollte ich auf Karpfen und du auf Aal. Wieso fange ich jetzt den Aal und du den Karpfen? Ja, das weiß ich auch nicht. Du. Boah, ist der süß. Ja, der ist süß. Ja, frisch besetzt oder frisch vermehrt. Angeblich vermehren die sich ja hier auch selber. Aber oh, schön sieht der aus. Oh ja, der ist ja hübsch. Süßer Schuppi. Das weiß ich auch, was immer so kurze Takes bei mir gibt an den Boilies. Mhm. Diese Größe. Aber schönes Muster da, ne? Ja. Richtig niedlich. Boah. Tja, ich muss ganz ehrlich sagen, wir tun uns nicht ganz leicht. Hier dann einen schönen Aal, das ist schon ganz nett, aber für dieses Gewässer soll das relativ dünn sein. Allerdings sind die Bedingungen für Aal auch mal so eine Sache, nicht? Bei Aal muss die Mondphase stimmen, wir haben fast Vollmond, das ist immer ganz fies, aber vielleicht können wir damit sogar schon zufrieden sein. Aber beim Karpfen, da muss ich sagen, da bin ich doch irgendwie jetzt reichlich entsetzt. Ich habe nicht so viele Möglichkeiten hier. Das erste, was man in so einem unbekannten Gewässer macht, ist natürlich loten. Und hier war nicht viel zu loten, weil das ist ein Meter tief, überall. Da tut sich wirklich nichts, das ist die reine Suppenschüssel. Und ich habe welche weit draußen liegen, ich habe welche dicht am Ufer liegen, ich habe welche vor der Schilfkante liegen. Ich habe nicht einen einzigen Pieps gekriegt die Nacht. Muss mich echt wundern. Dies hier sind Pellets. Drei Pellets. Und ihr könnt schon sehen, wie weich die geworden sind. Ne? Hier. Seht ihr? Normalerweise in Gewässern, wo Brassen sind und Rotaugen und so, da kann man solche Pellets gar nicht einsetzen. Oder muss zumindest alle paar Stunden nachgucken, weil die sonst weg sind. Ne? Ihr habt es gerade gesehen, bevor ich gedrückt habe. Ne? Die waren unberührt. Noch nie mal dran genuckelt. Schau, jetzt sitze ich hier und bin ratlos. Und da draußen, so in 100 Meter Entfernung, da springt die ganze Zeit ein Karpfen, das ist kaum zu glauben. Dem macht sich einen Spaß raus, uns zu verarschen. Aber auch da habe ich keinen Biss gekriegt. Hm. Was tun? So, beim schönen Ostfriesentee und ein bisschen Frühstück kommen wir hoffentlich auf andere Gedanken. Wir haben auch schon versucht, mit Gummifischen Mischen zu werfen, in der Hoffnung, einen der Zander zu erwischen, die hier rumschwimmen sollen. Hecht ist wohl ein bisschen dünner hier, aber auch da hat sich bis jetzt nichts getan. Einhole.
Die einzige, bei der ich noch immer wieder Aktionen bekommen habe am Schloss. Aber in den Boilies sieht man absolut gar nichts. Anderthalb Boilies habe ich hier angeboten. Ein bisschen undurchschaubar das Gewässer, aber ich vermute mal einen verbotteten Bestand. Wir haben sehr viele Kleinkarpfen gesehen, die rumgeschwommen sind und auch der den Moni gefangen hat auf Wurm. Der spricht ja Bände, ne? Normalerweise weckt man ja auch nicht so wenigstens den nächsten Kleinkarpfen auf Wurm. Und die Halbstarken, die hier rumspringen, so 10 Pfünder, möglicherweise immer derselbe Fisch, immer die gleiche Stelle, immer dieselbe Form. Ich schätze mal, dass das der gleiche Fisch ist, immer der so ein bisschen überkandidelt ist. Das sind die Erkenntnisse, was das Karpfenangeln angeht. Also nicht einfach, man müsste mal länger vorfüttern, kommt für mich nicht in Frage, dafür muss ich zu weit fahren. Von meinem Wohnort aus 60 Kilometer, das gebe ich auch nicht aus. Raubfisch konnte ich keinen an die Leine locken. Ich habe ein bisschen mit Gummi versucht, mit Wobbler, keine Aktion bekommen. Wir hatten noch Nordostwind, das ist bei Raubfischen immer so eine Sache. Die Aale haben sich bestätigt, dass das ein gutes Aalgewässer ist, denn wir hatten, wie gesagt, auch hier schlechte Bedingungen bei diesem Halbmond und einer mondhellen Nacht trotzdem geschafft, zwei schöne Aale zu fangen. Insofern, vielleicht fahre ich zum Aalangeln nochmal hierher. So einfach findet man raus, wie ein unbekannter See funktioniert. Gut, und jetzt fahren wir nach Hause und gucken uns das nächste unbekannte Gewässer an.